Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schwarz 2. Wir waren hier stehen geblieben, weil es doch relativ spannend aussah, was denn hier so passiert. Und ja, in dieser Folge wollen wir uns dem ganz widmen. Sinner, komm her. Augenblick. Er will mit seinen früheren Kameraden sprechen. Er möchte verhindern, dass sie verletzt werden. Ach, ihr Dickköpfe, ich werde es so lange wiederholen, bis ihr es verstanden habt. Ah ja, er will die Herrschaft über die Einhandergrund an sich reißen. Die Befreiung der Pokémon ist nur ein Vorwand für ihn, ganz im Gegenteil. Für wie blöd hältst du uns? Wir hören doch nicht auf das Gewäsch eines Verräters. Oje. Und jetzt? Hey! Lass uns gefälligst durch! Wie bitte? Du bist wohl eins aufs Auge, was? Ich hole das Pokémon zurück, das ihr gestohlen habt. Ich höre nicht auf das Gewäsch von Halunken wie euch. Wozu habt ihr eigentlich Pokémon bei euch? Wozu? Hä? Doch deswegen, um das zu beschützen, was euch wichtig ist, oder etwa nicht? Selbst wenn eure geliebten Pokémon oder eure Überzeugungen darunter leiden. Jetzt ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Spiel dich nicht hier auf. Du bist doch nur ein Kind. Niemand kommt auch in die Nähe der Plasma-Fregatte. Macht sie alle fertig. Ach ja, und da fordert uns wieder ein Plasma-Rüpel raus. Und der meint, er hat wieder die besten Karten, aber in Wirklichkeit hat er keine Chance. Smogmog! Wir schicken natürlich ein anderes Pokémon in den Kampf, nämlich Igor. In Wirklichkeit ist es natürlich nicht Igor, sondern hier mein liebes, aber feines Sogurak. Und ja, Smogon denkt sich, ja, wenn ich schon eh nichts ausrichten kann, packe ich mich einfach mal in die Luft. Aua! So, roter Bereich, aber überlebt. Oh, drei Initiative gibt es auch noch oben drauf. Slaymog, das nächste Pokémon von ihm. Level 47. Nachtdieb war relativ stark, also werde ich ihn nochmal einsetzen. Die Hälfte der Attacke zieht das circa ab. Schlammwoge. Das war mir fast klar, dass das nicht gut ausgeht. Nächstes Pokémon somit in den Kampf und ich entscheide mich für Noah, denn es ist vom Typ Kampfstahl. Somit hat es einen enormen Vorteil, Knorrenharz und das war's für Slimer. Alles andere wäre auch ziemlich abwegig gewesen. Und ja, der Plasma-Rüpel ist besiegt, also der richtige Plasma-Rüpel. Und? So cool, der gibt uns mal voll den Top-Beleber. Danke. Ach, da kommen noch mehr. Ah ja. Tja, jetzt kämpfen die drei. So, jetzt haut er ab. So, jetzt ist zwar Cinder abgehauen, aber da sind noch zwei Rüpel. Ein sehr auffälliger Felsen blockiert hier den gesamten Weg in diese Richtung. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber meinetwegen. Eine Schafklaue habe ich gefunden. Was macht ein Schafklaue? Das würde ich jetzt mal auch gerne wissen. Wo sind wir denn? Ein Item zu tragen. Die scharfe Klaue erhöht die Volltrefferquote des Trägers. Mit Sicherheit entwickelt es auch irgendein Pokémon. Ich weiß nur nicht welches. So, jetzt gucken wir mal, ob die noch kämpfen wollen. Ah ja. Der macht den Verräter platt. Oh. Wenn die mal da nicht so daneben liegen, dass sie das hier so einfach hinbekommen. Oje. Ach du lieber Himmel. Die ganze Region hat sich ja hier geändert. Oh je, das ist ja alles gefroren. So, dann rutschen wir mal zum Ziel. Da ist ja schon wieder dieses Schiff gelandet. Das ist ja unglaublich.
Ach ja, schon wieder, oder was? Das Finstrio, das haben wir doch schon mal herausgefordert. Auf dem Schiff waren wir ja übrigens letztes Mal auch schon gewesen. Vielleicht kann ich jetzt einfach so durch. Würde mich jetzt aber ziemlich wundern. Liegt hier vielleicht nochmal ein Item rum? Nee, also das wäre auch ziemlich abwegig gewesen. Na, und jetzt kann ich ja einfach so hoch. Tatsache, und jetzt? Jetzt stehe ich vor einer riesig giganten Eismaschine und weiß nicht, was ich tun soll. Wow. Ich würde ja das gerne mal ausschalten oder so. Boah, warum geht das wieder nicht? Vielleicht muss ich mit den anderen Rüppeln sprechen. Das gibt's doch nicht, dass es jetzt hier keinen zweiten Weg gibt. Das ist so ein Baldurfisch, haha. Okay. Er ist zu Kälte empfindlich. Okay, das sieht ja mal übelst merkwürdig aus. Naja. Da hat man sich bestimmt auch damals was dabei gedacht. Ja gut, aber wo soll denn das Finstrio sein? Hier. Hä? Seid mir nicht böse, aber... Ach so, ah! Klar, hier waren wir noch nicht gewesen. Oder? Moment mal. Ist hier nicht irgendwie nach unten? Ach, du liebe Himmel, wir haben 6 Pokémon. Okay, Level 46. Frederik und Julian müssen es richten. Wir machen Windschnitt auf beide Pokémon. Und einen Energieball auf Supercax. Leersmog. Ja, der ist sehr effektiv, aber natürlich alle Statusveränderungen von mir weg, aber ich habe hier keine. So, als erstes mal Sorokex besiegt. Und noch ein Level Up für Julian, Level 54. Es gibt 3 Initiative dazu. Und jetzt gibt es sogar Irokex. Nochmal Windschnitt, das müsste definitiv für Unrat Hytox diesmal reichen. Und dann noch einen Energieball auf Irokex. Mal sehen, ob das dann reicht. Gegen Unrat Hytox wurde mal wieder Volltreffer gelandet. So, dann machen wir Energieball. Das reicht leider nicht ganz. Tonkick. Frederik. K.O. Hochmut erhöht den Angriff, soweit ich weiß. Scheiße. Schade, schade. Ich wollte Scheiße sagen. Scheiße! Mann! Der bringt mich auf die Palme hier. Okay. Nochmal Windschnitt. Und Noah macht Knochenhaut auf Deponitox. Whips! Und Deponitox weg vom Fenster. So, komm, das muss reichen. Yes! Volltreffer! Bam, weg ist es. Beide Pokémon. Sehr gut. Golbat. Und, glaube ich, Rollum habe ich gelesen. Ja. Dann machen wir nochmal Windschnitt. Und, Nahkampf auf Golbat. Ja, was soll ich da schon anderes machen? War mir fast klar, dass hier Rollum fast K.O. geht durch den Windschnitt. Kraxler wahrscheinlich auch auf Lucario. Nein, auf Julian. So, nochmal Windschnitt. Und ich denke, Aurasphäre sollte diesmal auf Golbat reichen. Komm. Joll, ein Volltreffer auf Golbat noch gelandet. Und
Noah wieder ein Level ab, Level 56 und auf 4 Initiative kriegt es gleich mal drauf. Das ist doch Bombe. So, roll mal auch weg. Da hätten wir diese Falle überwunden. Meine Güte. 50.000 Team Plasma Mitglieder. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Werden bestimmt von irgendwelchen Sachen geklont. Gib es mir. Verliere, verliere, verliere gefälligst. Nein, ich gewinne nur. Was ein Pech, aber auch. Schon wieder eine Falle. Ach so, er hat schon nicht auf mich gewartet. Hm. Alle hier reden schlecht über N. Okay. Ich kenne die Vorgeschichte nicht, deswegen könnt ihr sie mir auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben oder einen Link dazu geben. Wäre sehr glücklich darüber, weil ich verstehe das Ganze im N nicht so hundertprozentig. Dieses Stockwerk ist ein Labyrinth aus Rohren. Wunderbar, das heißt, ich brauche erstmal einen Türöffner und irgendwelche Rohre. Und ja, wo ein Team Plasma-Mitglied ist, es sind 5 weitere Team Plasma-Mitglieder nicht fern. Und so geht's weiter. Gegen Team Plasma-Mitglied Nummer 387. Mit Rabigator. Julian muss es richten. Irgendwie. Und bekommt Bombs Bedroher. So, ich bin mal gespannt, was Luftschnitt ausrichtet. Wunderbar, Luftschnitt lässt Rabigator zurückschrecken. Und ein zweites Mal schreckt Rabigator zurück. Und deswegen war's das hier für Rabigator. Meine Güte. Und es kotzt Erfahrungspunkte. Und ich frage mich überhaupt, wo die denn das ganze Geld her haben. So, was ist das jetzt? Ach du Liebe. Hm, cool. Immerhin habe ich einen Sink gefunden. Boah, dann gehen wir halt mal weiter nach unten. Wer bist denn du? Okay. Wie, du meinst, du könntest gegen mich gewinnen? Natürlich meine ich das. Team Plasma mit denen will kämpfen. Zwei Pokémon Radikal. Alter, welches Level soll ich denn in der Pokémon-Liga sein? So, Julian muss wieder ran. Windschnitt. Hätte ich einen Volltreffer? Reicht aber nicht, um Radikal zu besiegen. Es gibt Risikodeckel. Und der Rückstoß besiegt Radikal. Guck mal da. Level 47. Vielleicht hoffen wir mal eher aufs Zurückschrecken. Wird die Attacke so Arena. Und das war's für Guck mal da. Level 55 gibt's oben drauf. Das geht hier auch ratzfatz. 4 Angriff. Oh ja, Fassade. Wunderbärchen. Die Attacke bringe ich doch gerne bei. Windschnitt ist eine 55er Attacke. Das können wir mal vergessen. Und Fassade beibringen. Eine wirklich super Attacke in Kombination mit Heiß Orb oder Toxic Orb kann man da wirklich viel Schaden anrichten. Warum ist es hier ein Doktor? Was hat denn der überhaupt auf diesem Luftschiff verloren? Muss ich mir jetzt ganz ernsthaft mal die Frage stellen. Gut, ich verstehe es nicht. Wir machen einfach Luftschnitt. Im 7 Mantel voll. Sagte ich doch. Wir machen einen Luftschnitt und besiegen Mantel voll. Was ist der Sinn von Pokémon-Kämpfen? Dass du mich danach heißt? Tja, sehr dumm. Oh meine Güte, bist du ein Idiot. Du hast es wirklich drauf. Du bist so idiotisch, ich hätte es kaum gedacht. Das war, glaube ich, selten dumm irgendwie. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr weg. Ach, ich habe keine Lust mehr, gegen die zu kämpfen. Das ist irgendwie schon so ätzend. Jo, gegen dich müssen wir ja wohl kämpfen. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Ah, wie viel Pokémon hast du wieder? Eins. Ihr macht es mir auch ein bisschen zu einfach. Level 47. Irokex. Versus. Ach so. Das ist jetzt ganz schön schlecht, ne? Und Schmieren raus, oder? Ist die jetzt ausgerechnet ein Kampf, oder ist eher ausgerechnet ein Kampf, wo man einsetzt, ist natürlich super ungünstig. Wenn man am Fliegen damit Turmkick daneben geht. Jupp. Wunderbar, macht weiter und bricht zusammen und verliert dadurch sehr, sehr viel KP. Und das war auch genau mein Plan gewesen. Diese Dialoge, ja, drei der vier Ziffern sind gleich. Okay, die geben mir Tipps, also muss ich sowohl alle besiegen. Ja, ich wollte dich sowieso anklicken. Ah, drei der vier Ziffern sind gleich. Also merkt, drei der vier Ziffern sind gleich. Oder wir schreiben uns das einfach mal auf. Da holt der Pokémon Tutorial TV seinen Bleistift und ein Zettel aus. Drei der vier Ziffern sind gleich. So, der vier vor Ziffern schreiben. Ah, der Hinweis ist schon Unrat Tütox besiegt worden, meinetwegen. Sengo! Unser Kandidat, den wir mal hier sehen. Übrigens, was mir heute erst aufgefallen ist, bis zur vierten Generation war die Priorität von Scanner unter der von Schutzschild gewesen. Da das aber irgendwann nicht mehr gut ging, musste man die Priorität von Scanner gleichsetzen mit der von Schutzschild. Ich glaube, dadurch konnten einige Attacken wie Mogelhieb tatsächlich durch den Scanner durchtreffen. Ja. Ich habe irgendwas verdient. Was ist das? Der Türöffner oder wie? Die Plasmakarte. Was bringt mir die? Okay. Die Plasmakarte. Yay! Und ich weiß nicht, was sie mir bringen soll. So, dann trete ich diesen Schalter drauf. So, das hat mir leider irgendwie nichts gebracht. Ich habe gedacht, es bringt mir irgendwas. Nun gut, dann halt nett. Team Plasma will kämpfen. Pion Dragi wird eingesetzt. Und da holt er auch gleich mal einen Bummer raus, was gefährlich werden könnte. Nachtieb. Achso, upsala. Ach, wenn du schon Giftspitzen auslegst, da hab ich ein hübsches Patentrezept dagegen. Wir holen jetzt Julian raus. Und lassen es für extra vergiften. Obwohl, ich glaube, Giftspitzen wirkt auf den Flugbomber nicht. Ah, die Strategie ging nicht zu 100% auf. Ich wollte doch, dass ich vergiftet werde. Naja. Dann müssen wir halt ohne giftig angreifen. Aber ich denke, das wird uns sowieso gelingen. So, Luftschnitt. Klauenfetzer. Angriff und Genauigkeit steigt. Interessant, es kann Grimasse, Klauenfetzer und Giftspitzen. Bis jetzt konnte es uns mit keiner der vier Attacken irgendwie angreifen. Vielleicht konnte es auch überhaupt gar nicht angreifen. Ränkeschmied. Wunderbar, dass es diese Attacke lernt. Anwender stimuliert sein Gehirn. Oh, mein Gehirn. Ah, diese Massage. Und der Spezialangriff steigert durch die Gehirnmassage stark. Irgendwie, ja. Ich glaube, Strafattacke vergessen wir mal, weil bis jetzt hat uns noch nichts gebracht irgendwie. Erlernen wir mal den Ränkeschmied. Vielleicht bringt uns das eher mal was. So. Vier Ziffern. Und die letzte Ziffer ist eine 9. Vielleicht ist die erste Ziffer eine 1. Ich weiß es noch nicht. So weit sind wir noch nicht, meine Damen und Herren. Und ich weiß auch noch nicht, wie wir da überhaupt unten hinkommen. Aber wir können schon mal hier runtergehen. Doch, das machen wir in der nächsten Folge von Pokémon Schwarz 2. Danke fürs Zusehen. Liken und favorisieren nicht vergessen. Ich weiß, das Luftschiff ist echt anstrengend. Auch für mich, meine Damen und Herren.
Aber auch das nimmt irgendwann ein Ende. Vielleicht treffen wir ja das Finstreo. Ich weiß es nicht. Like und Folge sehen, nicht vergessen, ich bin weg. Bye bye, der Pokémon-Tutorial TV. So, hier sind zwei Videos, die für euch sicherlich ganz interessant sind, nämlich Pokémon Schwarz 2, der erste Teil, und wie sollte es anders sein, die Pokémon-Mythen-Reihe mit dem erfolgreichsten Titel, das Lavandia-Syndrom. Einfach auf das jeweilige Symbol draufklicken und schon seid ihr beim jeweiligen Video angelangt.